Hallo und herzlich willkommen zurück, meine lieben Freunde. Willkommen zurück zum 1860 München Projekt. Ja, wir sind kurz vor der Folge, vor dem Spiel gegen Stuttgart. Das ist ein Abstiegskampfduell. Wenn wir uns da durchsetzen, haben wir übelst ein Brett im Stein. 10 Punkte vor den Relegationsplatz aktuell. Und wie viel sind das mittlerweile? 7? 17 Punkte vor Relegation. Das wären wir 20 Punkte. Also eigentlich sind wir durch. Wir haben 5 Spiele noch. Das sind noch 15 mögliche Punkte. Wir haben 10 Punkte vor Freiburg. Also rein theoretisch haben wir ein Brett im Stein. Aber dieses Brett können wir ausbauen mit dem Sieg gegen Stuttgart. Und das wollen wir natürlich in dieser Woche rüberbringen. Wir haben einen neuen Privatsponsorenvertrag mit Audi. Kriegen 12.000 im Monat. Sieht schon mal alles gut aus. Wie sieht das aus in der Infrastruktur? Die ist fertig geworden, der Bauhof. Dann können wir mal wieder gucken. Können wir beim Trainingszentrum noch ein bisschen rein investieren? Die Trainingsplätze, 1,5 Millionen kostet das uns. Aber das Geld haben wir aktuell durch den Verkauf von Dingsabumster hier. Von, oh, ich habe den Namen vergessen. Ich habe den Van Drongelen. Van Drongelen, ja. Komm, Transfers. Dorrington, ja, Entschuldigung, ganz einfach, Dorrington, dann können wir noch ein bisschen investieren. Stadion zweite Mannschaft, nein, das Stadion erste Mannschaft, 28.000 Plätze, Scouting Büro, nein, Schulungszentrum, medizinische Abteilung, Medienzentrum, ja, komm, medizinische Abteilung, die kann auch mal ein bisschen hoch gepusht werden, da wir uns ja langsam zum Top-Club entwickeln wollen, ne? Denn das nächste Mal kommt wieder Baugebäude, Bürogebäude fangen wir nächstes Jahr an mit. Ich denke, Fanartikelproduktion und Fanartikelverkauf können wir wegmachen. Da ist es auch was dazu gekommen. Wir können gerne mal gucken. Ist ja, schadet ja nicht, einfach mal zu gucken. Wir können Autofahne, Babyrassel, Badeende, Badelatschen, Duschgel, Duschvorhang, Fanbrille, Fanhand, Federmäppchen, Glas, Handschuhe, Mauspad, Poster, Quartett, Schminke, Stutzen, Thermometer, Wanduhr, Weihnachtsmannkostüm, Wollmütze. Kann ich noch was aufnehmen? Keine weiteren Artikel können wir verkaufen. Aktuell, ja, Heimtrikot natürlich. Heimtrikot und Auswärtstrikot sind das, was man meistens bringt. Dann T-Shirts, Schals, Kindertrikot, Poloshirt. Aber wir machen mit allen Gewinn, ne? Das ist das Wichtige. Ah, Freundschaftsschal. Können wir rausnehmen. Das nehmen wir erstmal raus und dafür nehmen wir Stutzen, Schminke, Karten auf, würde ich sagen. Ja. Das Quartett. Ich denke, so Karten würden sich besser verkaufen als sonst was. Es entwickeln sich noch CDs, Perücken und Pin. Und das baue ich ja auch demnächst aus, ne? Marketing-Kampagne. Können wir auch mal machen. Dann gut und schön, nehmen wir die teure. Alles klar. Beim Scout haben wir da das Scout-Büro. Nein, wir haben das billigste. Kosten 500.000 pro Scouting und 10.000 die Woche. Das heißt 40.000 im Monat weniger, 40 bis 50.000. Da sind wir bei 4.000. Kleiner habt es keine Filter möglich, grundlegende Filter möglich, 4.000. Wir gehen erstmal auf ICU, wir verbessern unsere Scouting-Abteilung. Hier können wir schon mal die grundlegenden Scouts wie eine Position und so. Können wir dann machen. Berichte. Grünnagel. Ja, hier von Ado Den Haag. Mittlerweile hat er seine 70. Und wäre auch nicht so krass teuer. Wäre eine Rückholaktion, ne? Aber wir gehen erstmal weiter. Wir gehen erstmal weiter. Das Saisonfinale steht vor der Tür. Wir haben lösbare Aufgaben, müssen halt gegen Stuttgart, Union, Hamburg, Leverkusen ist der schwierigste Gegner laut dieser Tabelle und Hertha ran. Also eigentlich haben wir gute Chancen, uns da wirklich auf dem einstelligen Platz noch festzusetzen. Aber dafür müssen wir es erstmal gegen Stuttgart gewinnen. Dann sind wir nämlich auf einen Punkt wieder ran an Frankfurt, wenn Frankfurt gegen Hertha gewinnt, verliert. Es ist möglich. Es ist alles möglich. Hamburg hat noch einfache Gegner. Hamburg hat noch ein paar Gegner und Hertha auch hinter uns. Hertha muss gewinnen. Am besten wäre aber unentschieden. Dann sind wir nämlich 2 Punkte auf Frankfurt dran. Weil das wäre das Beste, weil wegen der Konstellation da. So.
Dann hätten wir gut. Aber ich meine, wir stehen gut da. Wir haben alles erreicht, was wir erreichen wollten. Aber trotzdem wäre ein einstelliger Tabellenplatz wäre das Nonplusultra für uns in dieser Saison als Aufsteiger. Damit könnte ich arbeiten. Dortmund ist so gut wie Meister. Drei Punkte führen sie momentan vor Bayern. Wäre auf jeden Fall auch nice, wenn Dortmunder Meister werden. Und wir gehen dann mal rein, würde ich sagen. Da ist es, 28, 821, ziemlich ausgeglichene Partie, wie das aussieht. Wir können nochmal gucken, Lukas Mai verletzt sich natürlich, aber ja, Paslak ist fit. Dann kann Bogard in die Mitte ziehen und dann macht das keinen großen Unterschied. Wen haben wir denn noch? Ich kann Puschas wieder mitnehmen. Der ja weggeht, Nacho Vidal, Nakai hat eine gute Form, der kommt jetzt auch deswegen von Anfang an rein. Ja, Palmberg, ihr wisst es, was ich davon gerade halte, Romero und Bino Gittens sind momentan nicht so in Form, deswegen kommt die alte Garde rein. Ich habe noch Marin. Jovetic, ja, Lukas Mai. Estanussi bleibt erstmal. Dann gehen wir in die Teamdynamik. Wir wollen ja auch mit unseren Jungs mal reden. Mal sehen, mit wem haben wir denn noch nicht gesprochen. Drei. Du hast dich in der Saison sehr verbessert. Also mehr kann ich dazu nicht sagen. Das ist 1A, was du da geleistet hast, Junge, auf dem Platz. Es ist zwar schade, dass du gehen willst, aber es läuft einfach perfekt mit dir. Nakai. Großes Lob. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Du bist einfach. Es ist stark, mit dir zu spielen. Natürlich hat Esanuzzi, hast du ein bisschen Formschwierigkeiten gehabt jetzt, aber jetzt bist du wieder da. Und ich hoffe, dass du hier reinhaust. Dass du jetzt gegen Stuttgart was leistest. Urukai. Du musst ein bisschen mehr geben im Training. Bisschen müsste mehr geben im Training, dass du auf den Platz gehst und zeigst, du bist eigentlich der Chef. Ich plane dich als mein Abwehrchef. Und so will ich dich auch da draußen sehen. Let's go. Königsdörfer. Du hast gut gestartet. Du hast gut gestartet, aber da muss ein bisschen mehr kommen. Du hast gut trainiert auf jeden Fall. Ich hoffe, dass du jetzt wieder deine Tore schießt. Wäre wichtig auf jeden Fall. Deine Tore sind wichtig. Marin. Momentan musst du dich ein bisschen mehr im Training aufbringen. Esanussi hat ein klein bisschen den Vorrang von bei mir. Aber ich setze auf dich noch in Zukunft. Du weißt genau, dass ich dir vertraue. Bogarde? Was kann ich dir sagen? In letzter Zeit, wie geht's dir eigentlich, Minion? Wie geht's dir? Alles gut? Gut, wenn es dir gut geht, geht's mir auch gut. Bino Gittens, ey, du musst ein bisschen zusehen. Bale ist 100 Jahre alt, 36 ist der. Gareth kann dir noch was beibringen, schau dir das ab. Der hat Erfahrung, der hat Champions-Siege hinter sich. Und das willst du auch. Der Rui. Gut, du hast dich gut eingefunden. Hier machst ein paar Tore zwischendurch. Also du machst schon, bringst deine Leistung ein bisschen mehr. Im Training könnte nicht schaden, aber sonst hast du gut trainiert letzte Woche. Ich bin stolz auf dich. Romero, komm. Gönne dir eine Pause, du bist müde, das ist Bullshit. Du musst ein bisschen hier. Gib mal ein bisschen mehr Gas auf der Bank. Mach ein bisschen ein auf Adama Traoré und Flaxi weg. Capitano, gutes Training. Besser gesagt, nein. Deine Mannschaftsführung, wie du die Mannschaft leitest und zusammenhältst, ist okay. Ist okay, wir sind in der Teamdynamik mit 70 Punkten sehr gut. Das ist ein, ich finde es sehr schön. Ich finde es sehr schön, wie du das hier leistest. Gut gemacht. Dann gehen wir da raus jetzt, Jungs. Dann gehen wir da raus. Gegen die Stuttgarter. Stuttgarter, genau. So, wir kämpfen um jeden Ball. Ihr geht da raus. Kämpfen um jeden Ball und lasst sie nicht ein bisschen ins Spiel kommen. Ich will das hier kontrollieren. Let's go. Und darauf trinke ich erstmal einen Schluck auf euch, Jungs. Geht da raus und macht das Ding. Wird auch Bergui heute treffen. Ich hoffe, dass Janis trifft. Und da kommt die erste Chance. Abgefälschter Schuss von Nakai. Von Tokuhiro. Diese fällt genau auf die Stirn von Königsdörfer. Der fleißige Stürmer köpft. Aber genau in die Arme von Pence. Pence. Kuss geht raus. In Österreich bist du mir ein starker Rückhalt. Jetzt kommen die Stuttgarter. Mit einer guten Chance. Verwirrung und Strafraum von 1860 München. Keiner schlägt den Ball entscheidend weg. Schließlich schnappt sich Katomba die Kugel. Zieht aus kurzer Distanz ab. Aber Turay ist zur Stelle. Turay. Kuss geht raus, weißt du. Gareth Bale mit einer schönen Balleroberung im Mittelfeld. Gut, aber die Stuttgarter kommen.
Komm schon, Konzentration. Lincoln flankt von rechts. Paslak blockt den Ball zunächst mit der Hüfte ab. Aber Guridi spielt den Ball erneut heraus zu Lincoln. Der versucht es technisch, versiehter Mittelfeldspieler landet direkt in den Armen von Turay. Der nächste Versuch von Lincoln. So. Ja, wir sind sehr offensiv ausgerüstet. Das wissen wir mit unseren zwei Stürmern da. Und zwei Flügelspielern. So, wir sind sehr. Konterchance für 1860 München. Bay läuft ganz alleine auf Penzu. Bay, du hast Erfahrung. Querpass auf Berg, der nur noch einschieben muss. Tor. Kuss geht raus. Bay, du hast die Erfahrung. Mehr sag ich dazu nicht. Du hast die Erfahrung und legst ihn sein drittes Saisontor vor. Stark. Stark, Jannis. Stark. Gareth, super Arbeit. Nice one. Anton mit einem taktischen Foul unterbricht einen Angriff von uns. Jetzt kommt der nächste Angriff. Schussversuch von Bale aus fast 30 Metern. Anton blockt diesen ab und baut seinen eigenen Angriff auf. Beste. Jetzt kommen wir wieder. Bale setzt sich im 16er gut gegen Vegas durch. Legt dann zurück auf Bergui, auf Jannis. Der ist aber einen kleinen Tick zu spät. Ja, man kann nicht alles haben. Ein Tor habt ihr euch, hast du ihn schon vorgelegt. Das geht. Pence ist zur Stelle. Es geht klar. Geht klar, auf jeden Fall. Jetzt. Palmberg sucht Traoré. Trifft den Ball nicht richtig. Vollkommen unkontrolliert. Gelangt diese Kugel dennoch bei Bertrand. Der Schirmer kann den Ball stoppen. Und scheitert schließlich mit einem Flachschuss aus einem Meter an Pence. Ja, okay. Bertrand, also Traoré, läuft. Läuft bei dir. Läuft. Kriegst du hin, kriegst du hin. Palme, alles gut. Ich nenne Palmberg ab sofort Palme. Freistoß Gareth Bale, 31. Minute. Bale versucht es direkt mit einem Freistoß auf 29 Metern. Pence hält ohne Probleme. Ja, okay, aus der Entfernung ist klar, aber Bale, starkes Spiel. Bino Gittens hinter mir, schau dir das genau an. Jetzt kommt aber erstmal Stuttgart, weiter Einwurf von Sambo. Oh nein, Turay kommt heraus und fängt den Ball ab. Okay, stark, 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 stark. Stuttgart ist wieder am Ballbesitz, weil Turay den Ball nicht richtig reingeworfen hat. Jetzt kommen wir mit einer guten Aktion. Traoré bringt eine Flanke von rechts in die Mitte. Itta verlängert per Kopf. Palmberg verendet per Flugkopfball vor Anton aus 7 Metern in die linke untere Ecke. Palme! Stark, Junge! Genau das will ich doch von dir, Palme! So, ab sofort heißt du für mich Palme. Du bist halt Palmberg, aber egal. Palme nenne ich dich jetzt. Du bist mein Schatz im offensiven Mittelfeld. Du brauchst ein bisschen Druck von hinten. Und ich hole auf jeden Fall noch ein Backup für dich, falls du mal nicht in Form bist. Aber Palme, du bist bei mir gesetzt. Du bist momentan Starspieler Nummer 1 gefühlt. Turay ist ja nicht sicher. Wir gehen in die Halbzeit auf jeden Fall. Und da können wir nur einmal sagen, Gareth. Gareth, geil, wie du das Spiel leitest, wie viele Chancen du kreierst. Stark auf jeden Fall. Stark und besonders diese Übersicht beim Konter. Super gemacht. Super gemacht. Mehr kann ich das nicht sagen. Palme, ich hoffe, dein Spitzname gefällt dir. 1A, wichtiges 2:0 kurz vor der Halbzeit. Wichtig gemacht. Bist auch optimal dabei. Takuhiro, zu dir brauche ich nichts sagen, ne? Taku. Zu dir brauche ich nichts sagen. 1A-Leistung. 1A-Leistung. Bergui. Schönes Tor, ein bisschen kann noch kommen, bist ein bisschen zu spät gewesen bei der nächsten Vorlage von Gareth, aber Jannis, kriegst du hin. Rans vor Dibor, Ransi, du weißt, ich erwarte von dir ein Tor. Du bist mein Stammstürmer, du bist der einzige Stürmer, der von mir wirklich, da ich wirklich Hoffnung drin habe, dass du irgendwann mal mit den 60er Löwen Champions League spielst. Dass wir das hinkriegen. Genauso du und Palme. Dann Felix. Gutes Spiel. Lass dich nochmal kurz massieren. Genauso wie Melairo. Und Jan Luca. Lass dich nochmal kurz massieren. Dann das ist alles perfekt. Ich habe mir das genauso vorgestellt. Wir kontrollieren weitestgehend die Partie. Also machen wir einfach so weiter. Und dann geht's. Wir machen einfach so weiter und dann läuft es.
dann läuft es. Ein Tor von Königsdörfer, wenn ihr das hinkriegt, wäre schön, weil ich möchte, dass er wieder aufgebaut wird, dass er wieder in die Form kommt dafür. Und dann geht's. Let's go. Wir gehen da raus, erstmal unverändert und machen unser Spiel. Perfekt, let's go. So, Jungs, ihr macht euch auf jeden Fall warm. Birki, du brauchst nicht. Aktuell, Turay ist in Form. Roman, tut mir leid auf jeden Fall. Aber weißt du. Jetzt erstmal gelbe Karte gegen Vegas. Ja, okay, das ist natürlich sehr bitter, dass du hier einen auch so hart machst auf einmal. Wir kriegen nochmal die Chance, eine gute. Von links segelt eine Flanke von Bale auf den langen Pfosten. Dort verschätzt sich Leone. Traoré köpft aus 5 Metern aufs Tor. Aber genau auf Pence, ja, okay. Bertrand. Der kann mühelos parieren. Luca. Mach dich ordentlich warm, ne? Komm auf jeden Fall schon mal her. Du gehst da jetzt rein und zeigst Bertrand, wie man das macht. Ich will deine Skills sehen. Du weißt, warum ich dich damals geholt habe. Du gehst da jetzt raus und zeigst denen, warum ich dich damals geholt habe. Let's go. So. Und gib dir mit auf den Weg, dass sie drauf gehen sollen. Drauf gehen sollt ihr, Jungs. Romero macht jetzt noch ein bisschen Wirbel vorne. Geht auf jeden Fall drauf. Ali, glaubst du, dass du Bergui, da Janis ein bisschen Feuer dahinter machen kannst? Weil Königsdörfer will nicht ins Spiel kommen. Er will nicht. Deswegen kommst du jetzt rein. Barak, passt auf Leone. Der leitet weiter zu Kalacic. Dieser überwindet Turay. Aber stand im Abseits. Okay, gut, 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 Turay. Du wurdest nicht geschlagen. Du bist noch gegentorlos. Ali, Königsdörfer, hast du gut gemacht. Nächstes Spiel kommt. Nächstes Spiel kommt und dann machst du dein Ding. Ali, zeig, was du drauf hast. So. Was machen wir noch? Nacho, willst du noch mal ein paar Minuten rein? Willst du noch mal gucken, ob du wieder in Form kommst? Ja, okay, let's go. Let's go. Kriegst du hin. Ujas, du kommst auch. Itta ist, Gianluca ist gelb gefährdet. Deswegen. Also, Felix, super Spiel. Super Spiel. Nächste Woche wieder, dann bleibst du Startelf. Bleibst du. Gianluca, ist einfach nur Sicherheit, du weißt. Gutes Spiel, aber es ist einfach nur die Sicherheit, dass du dein Ding machst. So, Esanussi, Wasim, du machst noch mal ein bisschen Pause für Palenberg und spielst aber 10er. Let's go. Beino, tut mir leid, Bale ist gerade stark unterwegs. Deswegen, Palme, super Spiel, aber kriegst eine Pause. Wir führen 2-0, hast dein Tor gemacht. Ich bin stolz auf dich, hast du gute Arbeit geleistet. So, 16 Minuten noch. Let's go. Drauf da, Jungs. Drauf da, mehr will ich gar nicht. Ihr geht da jetzt drauf und macht am besten noch ein Tor. Ali hat Bock. Ruben Garcia wegen groben Foulspiels. Grisch völlig unmotiviert. Im Niemandsland. Esanussi um. Alter. Bitter. Kalacic rührt runter. So, wie geht's weiter? Die müssen jetzt wechseln ein bisschen. Jetzt kommt erstmal unser Angriff. Ecke von rechts. Wasim, ja. Die Ecke kommt hoch herein. Pence pflückt den Ball sicher runter. Okay, ja, es ist da. Ist da. Andreas Rochel, da Weltklasse-Schiedsrichter. Macht ein gutes Spiel. Hier hätte er vielleicht auch schon rot geben können bei Vegas, aber was soll's. Der Grund, warum Stuttgart absteigt, ist das. Man kann die Körpersprache der Stuttgarter sieht. Wenn man die Körpersprache der Stuttgarter sieht, weiß man, dass es um die Mannschaft heute schlecht gestellt ist. Und das haben die öfter. Sehr gute Chance auf jeden Fall. Sigue hebt da die Hand, spekuliert auf Abseits. Aber Roche teilt diese Meinung nicht. Nakai ist somit plötzlich frei und durch. Legt wunderbar quer auf Romero. Der legt sich den Ball ein Stück auf die rechte Seite vor. Zieht dann sofort ab. Pence ist unten. Aber kann den Ball nur noch hinterher schauen. Und ein super Tor. Stark, Romero, das wollte ich von dir. Das habe ich gesagt. Du gehst da raus und zeigst deine Skills. Nakai, super. Super. Du bist wieder in Form. Super, mehr kann ich dazu nicht sagen.
So, aber ihr lasst das jetzt nicht hier anbrennen. Ihr geht dann trotzdem weiter drauf die letzten Minuten. Eine Minute Nachspielzeit. Kriegen wir noch eine Chance oder pfeift er ab? Ja, Stuttgart kriegt sogar noch eine Chance. Freistoß, Tigue. Gewaltiger Freistoß aus 29 Metern. Aber Turay kann ihn gerade noch entschärfen. Blitzartig zucken seine Fäuste nach oben. Dann fällt er wie eine Schildkröte auf den Rücken. Und die Ecke kommt noch. Ecke von rechts, wieder Tigue. Die erste in diesem Spiel für Stuttgart in der 91. Minute. Läuft hart. Sambo prüft Turay. Ja, hat jedoch keine Mühe, den schwachen Flaschus aus 16 Metern zu parieren. Und da ist der Schluss. Wir gewinnen 3:0 gegen Stuttgart. Sehr wichtiger Sieg. Sehr, sehr wichtiger Sieg. Wir haben das über die Zeit gebracht. Ich bin schon komplett stolz auf diese Mannschaft. Es läuft statistisch gesehen. Sieht es auch gut aus. 3:9 Chancen. Wir haben weitestgehend kontrolliert. Hatten mehr Ballbesitz. Spieler, die spielen, ist sogar Palme. Also alles perfekt. Wir gucken Ergebnisse. Dortmund spielt 7:1 in Leverkusen. Gegen Leverkusen. Hoffenheim 0:0 gegen Gladbach. Wolfsburg 1:2 gegen Leipzig. Mainz 3:0 gegen Nürnberg. Köln 3:1 gegen Freiburg. Frankfurt 2:1 gegen Hertha. Hamburg 4:1 gegen Schalke. Und Union 2:5 gegen Bayern. Nakai wurde bereits zum sechsten Mal in die Elf des Tages gewählt. Also Nakai ist auch mit drin. Dortmund bleibt vorne. 4 offene Spiele noch. Stark, wir sind weiterhin auf den 11., weil Mainz gewonnen hat. Und im nächsten Spiel müssen wir halt gucken. Frankfurt muss gegen Leverkusen. Das ist unsere Chance, da ranzukommen auf jeden Fall. Dann Mainz muss gegen Stuttgart. Stuttgart muss ja zusehen, dass sie noch eine Chance haben. Deswegen könnte es auch interessant werden. Und wir müssen gegen Union Berlin. Und Union ist abgeschlagen auf dem letzten Platz da. Abgeschlagen auf dem letzten Platz. Das könnte auch sehr interessant werden. Und Freiburg muss gegen Hoffenheim. Freiburg muss gegen die Hoffenheimer, ja, das ist auch noch so ein Ding. Ist auch noch so ein Ding. Spieltagsstatistik, schauen wir mal. Palme zum zweiten Mal nominiert, Nakai zum sechsten Mal sind nominiert, aber Spieler des Tages Erling Haaland, der heute 3 von seinen 24 Saisontoren geschossen hat. Auch sehr, sehr stark. GG. Und wie gesagt, würde ich die heutige Folge hier beenden. Wie gesagt, das habe ich gar nicht gesagt. Ihr wisst ja, dass ich jetzt nur noch eine Folge pro, ein Spiel pro Folge mache, deswegen würde ich die heutige Folge hier beenden. Ich bedanke mich bei euch natürlich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Kommentar, eine Bewertung oder ein Abo da. Ansonsten sehen wir uns Mittwoch wieder beim Spiel gegen Union und Freitag geht es dann gegen Hamburg. Es geht gegen Hamburg noch, also es ist geil. Ich habe Bock auf das Hamburg-Spiel, ich habe Bock auf das Union-Spiel, ich habe Bock auf alle Spiele, ich habe Bock auf unseren ersten Saisonabschluss in Liga 1. Bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao. Ich weiß, dass sie wissen, ja, ich habe keine Zeit. Mache immer weiter, denn ich fühle diesen Vibe. Viele wollen connecten, weil sie wissen, wer ich bin. Aber ich habe kein Interesse, weil ich nicht weiß, wer sie sind. Aber lasse sie reden, wenn ich mein Geld zähle.